Ab heute muss ich die Mädchenschule in Buchhagen besuchen. Doch es ist nicht so einfach, als Junge da akzeptiert zu werden. Und deswegen muss ich mich selbst als Mädchen verkleiden, um akzeptiert zu werden. Oh Mann, Alter. Mama will jetzt unbedingt, dass ich auf diese neue Schule in Brookhaven gehe. Nur weil ich aus der alten dreimal rausgeschmissen wurde. Es ist voll unfair. Ach egal, ich hoffe mal, dass es hier ein bisschen besser läuft und ich schnell neue Freunde finden kann. Okay, dann würde ich mal sagen, let's go. Hi, was geht? Hey, du, was willst du hier? Ich will ab jetzt auf diese Schule gehen. Hast du etwa nicht das Schild gesehen? Das Schild gesehen? Was denn für ein Schild? Oh, abonnieren. Ja, abonnieren finde ich eigentlich eine gute Sache. Kann man mal machen. Und einen Daumen nach oben da lassen. Wie, was? Oh, hey, Steffi, wo ist das Schild? Oh, ups, ich hab's vergessen. Oh. Was? Das hier ist also eine Mädchenschule? Und abgesehen davon steht er eigentlich den ganzen Tag hier vorne und haltet irgendein Schild hoch. Nein, normalerweise nicht den ganzen Tag. Nur Steffi tut das. Und ich hasse es. Und du, Junge, verschwinde. Jungs können gar nichts. Wie, was heißt denn hier, Jungs können gar nichts? Ihr braucht doch gar nicht so unfreundlich zu mir zu sein. Hey, Miri, komm, es reicht. Lass ihn in Ruhe. Kein Mensch braucht Jungs. Mit euch kann man sowieso nichts anfangen. Ihr seid alle viel zu doof. Na gut, wenn das so ist, dann werde ich euch beweisen, dass es anders ist, als ihr denkt. Na, wie du meinst, aber nicht hier in der Schule. Hau ab. Ach, komm schon, Miri. Na gut, ich glaube, sie werden mich wohl nicht reinlassen. Das bedeutet, es gibt eine einzige Möglichkeit, was wir tun können. Und zwar, ich werde ganz einfach durch den Seiteneingang gehen. ups. Nö, hier ist auch Mädchenschule. Na gut, wenn das so ist, dann gibt es nur noch eine andere Möglichkeit, die ich machen kann. Und zwar muss ich mich selbst in ein Mädchen verwandeln. Oh Gott, ich hoffe mal, das klappt. Wabadabadoo. Das hat ja mal perfekt funktioniert. Also Leute, dann werden wir mal ganz kurz in die Schule reinschauen und mal gucken, was sie jetzt davon halten werden. Hallo, guten Tag. Ich bin eine neue Mitschülerin. Hey, bist du eine Lehrerin? Nein, ich bin eine sehr große Schülerin. Oh, tut mir leid. Weißt du zumindest, wo ich die Lehrer finde? Ich wollte mich einfach nur mal anmelden. Natürlich bin ich eine Lehrerin. Ach, Mann. Und da sagen alle Menschen immer, Lehrer machen keine Witze. Mann, ey, was ist denn mit dir los? Auf jeden Fall bin ich eine neue Mitschülerin und würde mich gerne in der Schule hier anmelden. Hey, die sieht nett aus. Mit der können wir doch befreundet werden. Ja, vielleicht ist sie ja auch netter als ihr beide. Niemals. Sie ist eine von uns. Na, dann folge mir mal ins Büro. Alles klar, machen wir auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, abonnieren. Okay, ja, ist auf jeden Fall auch gar nicht mal so wichtig. Okay, wir müssen uns jetzt auf jeden Fall ganz gut behandeln, als wären wir ein ganz normales Mädchen. Okay, schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. Also, da das hier eine Mädchenschule ist, gibt es hier eine ganz, ganz schwere Aufnahmeprüfung. Eine Aufnahmeprüfung? Mama, aber ich war der Annahme, dass das... Ruhig, sitzen! Oh Mann, ist ja gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir alle wissen ja, dass Jungs diese Frage niemals beantworten können. Deswegen, was ist 1 plus 1? 2? Das ist richtig. Wenn du das wusstest, kannst du ja zumindest schon mal kein Junge mehr sein. Tut mir leid, dass ich anfangs ein bisschen misstrauisch war, aber naja, du weißt ja, die Jungs sind überall heutzutage. Ja, ja, die Jungs, die sind, ja, genau. Also, wie ist dein Name? Mein Name ist Cedric. Cedric? Das ist ein guter Witz, aber das ist doch ein Jungname. Ups, Mist. Cedric, Ina natürlich. Ja, genau, Selina heiße ich eigentlich. Ich habe mich ein bisschen versprochen. Tut mir leid, ich habe noch was gegessen gerade. Na gut, wenn das so ist, Selina, du wirst in die A-Klasse kommen. Oh, das ist super. Das ist doch safe die beste Klasse in der ganzen Schule, oder? Um genau zu sein, es ist die einzige Klasse. Aber viel Spaß bei deinen neuen Freundinnen. Okay, na gut, dann ist das halt eben so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Oh Mann, da sind auf jeden Fall die Mädels von vorhin wieder. Hallo? Oh, hey, bist du Teil der R-Klasse? Ja, klar bin ich. Es ist ja auch die einzige Klasse hier in der Schule. Ehrlich jetzt? Das wusste ich gar nicht. Aber würde zumindest erklären, warum wir nur zu dritt auf dieser Schule sind. Mädchenschule! Ruhe! Okay, na schön, wenn das so ist. Ich wollte einfach nur ein bisschen neue Freunde suchen in dieser Schule und so weiter. Wisst ihr? Was ist die Parole? Parole? Abonniert den Kanal. Nein, die andere Parole. Die andere Parole? Oh Gott, okay, ich hab's verstanden. Männer sind doof. Ja, das ist richtig. Du bist cool. Oh Mann, Gott sei Dank habe ich es überhaupt noch rausbekommen. Ach, das liegt doch auf der Hand. Guck mal, Steffi da hinten hat es erst nach dem 270. Versuch geschafft. Na gut, wenn das so ist. Mädchenschule! Na gut, dann lass uns auf jeden Fall mal in den Unterricht gehen. Wo ist denn der nächste Unterricht? Als nächsten Unterricht haben wir... Steffi! Steffi ist ein Unterricht? Ich meine, gut, ich war noch nie auf einer Mädchenschule, aber vielleicht kennt man das ja irgendwoher. Nein, ich bin Steffi und wir haben Englisch. Das ist das Einzige, wo sie gut zu gebrauchen ist. Na los, zum Englischsaal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Alter, ich merke schon, dass hier irgendwas nicht so ganz richtig läuft. Die beiden verstehen sich, glaube ich, nicht so ganz. Vielleicht sollte man das mal ein bisschen verfolgen. Gut, wir setzen uns mal in den Englischunterricht. Hey, kommt hier überhaupt noch irgendein Lehrer? In English, please. Heute machen wir unseren Lieblingsunterricht. Today, we are going to have the best lesson in all school year. Oh Mann, das hört sich gut an. In English, please.
That sounds great. Okay, keine Ahnung, was die da... I don't know what she wants from me. Ausgezeichnet. Na, dann sprecht mir nach. Hello. Hello. Hi. Mädchenschule. Naja, fast. Aber ihr kriegt das ja hin. Ihr seid ja super intelligente Mädchen. Puh, das kann ja auf jeden Fall was werden. Oh Mann. Na gut, ich hoffe mal, die Stunde wird nicht allzu krass verlaufen. Und genau aus diesem Grund heißt es The. Und nicht The. The, hä? Nein, The. Du. Oh Mann, Steffi, ich wusste, dass du das nicht hinbekommen würdest. Du bist so doof, dass du nicht mal die simplesten englischen Wörter kannst. The und so ein Kram. Naja, du hast es jetzt auch nicht viel besser gemacht, aber das sage ich mal lieber nicht laut. Oh, Miri, du bist immer so gemein zu mir. Oh, komm schon, ich gehe einfach jetzt, ist mir egal. Oho, was ist denn jetzt passiert? Nicht schon wieder. Miri, kannst du sowas bitte sein lassen? Ich habe doch gar nichts gesagt. Aber gut, dann können wir weitermachen. Oh Mann, Alter. Celine, könntest du bitte Steffi suchen gehen? Sie müsste sich hier noch irgendwo im Schulgebäude aufhalten. Und sag ihr bitte, sie soll dann wieder zurückkommen. Okay, kein Problem. Das kriege ich auf jeden Fall hin. Ja, genau. Und dann sag ihr auf jeden Fall, dass sie sich nicht so anstellen soll. Alles klar, richtig hier aus. Du bist die Beste. Oh Mann, jetzt muss ich mich auch noch darum kümmern. Warum ist das denn jetzt mein Problem? Oh Gott, ist die doof, diese Celine. Och, ich kann die gar nicht leiden. Voll uncool. Okay, gut, Steffi. Wo versteckst du dich nur? Oh, warte mal, ich muss sie doch irgendwo hier finden. Sie wird doch hier wohl irgendwo sein. Im Mathesaal? Naja gut, Mathesaal wäre wahrscheinlich der letzte Saal, in dem ich mich überhaupt verstecken würde. Im Direktoriat? Ach, keine Ahnung, nee. Mädchen sind manchmal so unfassbar unfair zueinander. Clean Toilets? Okay, wir müssen auf jeden Fall die Toiletten sauber machen. Gut, das ist, glaube ich, auch einen Plan, den man machen könnte, aber vielleicht ist sie ja schon rausgegangen oder so, oder... Hey, warte mal ganz kurz. Wenn es eine Mädchenschule ist, warum gibt es dann eigentlich Jungstoiletten? Na gut, schauen wir mal auf jeden Fall nach, ob hier irgendjemand ist. Nee, hier ist auch niemand. Steffi, wo bist du? Hallo? Oh, hey, da bist du ja. Lass mich in Ruhe, geh bitte. Keine Sorge, ich will nichts Böses von dir. Ja, ja, alle Mädchen sagen das immer und immer wieder, aber die sind immer voll fies. Ja, ich weiß. Tut mir leid, weil ich ein Mädchen bin. Auf jeden Fall, du musst trotzdem rauskommen. Wir müssen zurück in den Unterricht. Ich komme nicht mehr raus. Ich vertraue Miri nicht und dir auch nicht. Oh Mann, ist das jetzt wirklich eine gute Idee? Egal. Hey, hör mal zu. Ich bin gar kein Mädchen. Ich bin eigentlich ein Junge. Was? Ernsthaft? Du bist ein Junge? Aber du siehst doch überhaupt nicht so aus. Ja, natürlich sehe ich nicht so aus. Aber pass auf, ich zeig's dir. Woohoo! Wow, das ist ja krass. Du hast es wirklich geschafft, dich in die Mädchenschule einzuschleusen. Ja, klar habe ich das. Was denkst du denn? Ich bin doch gar nicht mal so blöd. Aber ich merke schon, dass die Konstellation bei euch irgendwie ein bisschen komisch ist. Diese Miri ist eine echt fiese Anführerin. Ja, weißt du, wenn es nach mir geht, dann dürften eigentlich auch Jungs auf diese Schule hier kommen. Ich verstehe echt nicht, warum sie Jungs so hasst. Blödes Schild. Okay, pass mal auf. Ich habe die Idee, was wir machen könnten, ja? Wir könnten uns einen Plan ausdenken, wie wir Miri richtig dran kriegen, okay? Und dann sollte das auf jeden Fall gar kein Problem mehr sein und diese Schule ist dann keine Mädchenschule mehr. Die Idee würde mir gefallen. Aber dafür musst du dich erstmal wieder verkleiden. Ja, mache ich gleich. Aber hättest du irgendeine Idee, was wir machen könnten? Und deswegen heißt es immer noch The und nicht The. Habt ihr das verstanden, liebe Schüler? hallo? Miri? Was ist los? Mittlerweile sind Steffi und Celine selbst schon lange weg. Hol sie bitte wieder zurück, sonst können wir mit dem Unterricht hier gar nichts anfangen. Ja, ist ja in Ordnung. Die sind doch sowieso wahrscheinlich wieder auf der Mädchentoilette. Ich hol sie ja gleich. Oh Mann, ey. Ich meinte natürlich, oh Frau, ey. Ha, also meinst du, dass das ein guter Plan ist? Okay, das hört sich echt gut an. Ja, genau, das ist super. Oh, hey, warte mal, ich höre Schritte. Schritte? Oh Gott, Miri, oh Gott, ich muss mich schnell verstecken. Hey, was ist denn hier los? Hast du mit jemandem gesprochen? Mit Celine oder so? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen und geweint. Aha, na gut, wenn das so ist, ist auch egal. Wir müssen wieder zurück in den Unterricht, sonst dreht die Frau Lehrerin durch. Übrigens, Celine sollte eigentlich nach dir suchen. Hast du sie irgendwo gesehen? Nein, hast du nicht. Nein, hast du nicht. Was? Hab ich nicht, meine ich natürlich. Ach, na gut, dann sucht sie wahrscheinlich noch. Komm mit, wir gehen sie suchen. Oh Gott. Oh Mann, ey, das hat ja wirklich Gott sei Dank gerade noch so geklappt. Okay, ich muss mich ganz kurz nochmal umziehen, damit sie mich auf jeden Fall nicht nochmal bemerken. Okay, noch ganz kurz warten, mal gucken, ob sie weg sind. Ja, das sieht soweit gut aus. Okay, dann werde ich mal ganz kurz hier rausgehen und einfach mich hier im Lichtraum oder so, keine Ahnung. Hier werden sie mich wahrscheinlich irgendwo schon finden. Hallo, Steffi! Steffi, ich suche dich! Oh, da bist du ja! Und Miri, hi! Oh, Cedric, Celine, gut, dass du uns gefunden hast.
Na, wenigstens musste ich euch beide jetzt die ganze Zeit suchen. So habe ich ein bisschen was vom Unterricht verpasst. Los, komm mit, zurück in den Englischraum. Ah, dann habt ihr euch gegenseitig also schon gefunden. Na gut, wenn das so ist. Oh Mann, Alter, es ist auch ganz schön dunkel hier in dem Raum. Komisch, witzig, dass ich nichts gefunden habe. Wo war sie denn überhaupt eigentlich? Sie war auf der Mädchentoilette, da ist sie normalerweise. Ah, okay. Na gut, wenn das so ist. Ich meine, dann scheint das ja wohl schon öfter passiert zu sein. Gut, ist auch egal. Alles klar, wir können weiter mit dem Unterricht machen. Let's go! Ja, genau. The anstelle von the und... ach, wisst ihr was? Ich habe keine Lust mehr. Macht auch, was ihr wollt. Die Stunde ist für heute vorbei. Oh, großartig. Wir haben heute Verstecken gespielt in der Stunde. Ist ja top. Du bist ganz schön langsam unterwegs, Miri. Habe ich dir das schon mal... Du läufst einfach durch mich durch. Alles klar. Wow, an manchen Tagen habe ich wirklich das Gefühl, ich wäre ein Geist. Und an manchen Tagen fühle ich mich manchmal unsichtbar. Na gut, ist auch egal. Steffi, ich könnte dich gerne nach Hause bringen, wenn du willst. Ja, das ist eine super Idee. Na, dann komm auf jeden Fall mit. Let's go. Hopp, hopp, hopp. Ich habe draußen dein Auto stehen. Wirklich? Echt? Kannst du mich dann auch nach Hause bringen? Nein, ich hab kein Auto, das war nur Spaß. Okay, na gut, dann komm auf jeden Fall mal mit, lass uns gehen. Da muss ich heute also wieder nach Hause laufen. Na gut. Perfekt, das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Sie hat keinen Verdacht geschöpft. Hoppla, komm auf jeden Fall mal mit, lass uns dann hier mal gucken, dass die uns nicht sieht und so weiter. Komm hier um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Okay, dann lass uns mal auf jeden Fall hier hinten hingehen und warten, bis Miri weg ist. Okay, großartig, alles klar. Die ist sowieso nur auf ihr Handy fokussiert, das ist in Ordnung. Gut, ich würde dann sagen, dann hole ich mir mal ganz kurz ein Auto, let's go. Und wir fahren mal ganz entspannt nach Hause, um unsere Pläne vorzubereiten. Los geht's! Cool, aber Cedric, hast du überhaupt einen Führerschein? Nen was? Ah! Alles klar, ich hab sie auf jeden Fall im Blickfeld. das kriegen wir auf jeden Fall richtig gut hin. Wir können heute Abend auf jeden Fall da einbrechen gehen. Alter, bist du groß. Nein, Cedric, du guckst nur durch das Fernglas. Oh, okay, alles klar. Gut. Und du meinst wirklich, dass wir das durchziehen sollen? Natürlich, ich finde das eine super Idee, Cedric. Übrigens, wenn du möchtest, kannst du dich auch ruhig wieder umziehen. Ob ich mich was? Achso, ja, richtig. Whoop. Okay, da bin ich wieder da. Da bin ich wieder ich selbst. Okay, na gut, ich würde trotzdem sagen, wir müssen dann auf jeden Fall jetzt noch warten, bis die Nacht hereinbricht. Und dann werden wir einbrechen und unseren geheimen Plan durchführen. Und was das für einer ist, wissen wir selbst noch nicht. Doch, eigentlich schon, aber das dürfen die Zuschauer nicht wissen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Na dann, gut, bis später. Gute Nacht. Oh, okay, ich glaube, es ist Nacht geworden. Steffi, bist du bereit, um zuzuschlagen? Ja, natürlich bin ich das. Schläfst du mit offenen Augen? Ja, hast du da ein Problem mit? Nö, alles gut. Okay, pass auf, bevor wir darüber gehen, warte mal, ich beobachte das Ganze nochmal ganz kurz. Okay, sie ist tatsächlich noch wach, aber ich glaube, so langsam müsste sie sich auch auf den Weg ins Bett machen. Und sobald sie schläft, können wir zuschlagen. Okay, pass auf, wir müssen uns erstmal auf jeden Fall ein bisschen umziehen. Wir brauchen ein paar neue Klamotten, und zwar Verbrecherklamotten. Let's go! Oh, ja, Mann, ich sehe richtig böse aus. Oh, yeah. Okay, das will ich auch machen. Häpp und los. Oh ja, Mann, das sieht super gut aus. Man erkennt dich wirklich fast gar nicht wieder. Ich erkenne mich nicht mal selbst wirklich wieder. Das Ding sitzt ein bisschen zu hoch. Ich kann gar nichts sehen. Na gut, das sollte kein Problem sein. Okay, dann lass uns mal loslegen. Ich werfe nochmal einen Blick darauf, ob ich Miri irgendwo noch sehe. Aber ich glaube, das sollte auf jeden Fall alles in Ordnung sein. Okay, dann los geht's. Wupp, 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 wupp. Ausrücken. Oh Mann, Alter, wir sind so unfassbar gute Verbrecher, werden wir zumindest bald sein. Okay, okay, warte mal. Lass auf jeden Fall mal gucken. Gibt es irgendeinen Weg außen rum? Okay, hast du die Leiter mitgenommen, wie ich dir das gesagt habe? Eine Leiter? Natürlich habe ich eine Leiter mitgenommen. Whoop. Oh, das ist ja ausgezeichnet. Okay, na dann würde ich mal sagen, los geht's. Okay, wir müssen nur gucken, ob wir von innen irgendwie reinkommen oder so. Das ist die Garage. Okay, in der Garage schläft Miri wahrscheinlich nicht. Und, ey, hast du vor, irgendwas zu grillen oder so? Ich werde das Haus abfackeln. Oh, das ist... Nein, stopp! Oh Gott, wir können doch nicht direkt, nur weil wir ein bisschen sauer auf sie sind, ihr ganzes Haus abbrennen. Ich meine, da wohnt ja nicht nur sie drin. Stimmt. Weißt du, es ist wichtig bei Verbrechern, dass man einerseits entweder ein bisschen elegant dabei ist und trotzdem fies. Aber deswegen müssen wir nicht unbedingt alles gleich Massen zerstören. Warte mal ganz kurz. Oh, das ist sie, das ist Miri. Okay, ganz, ganz ruhig. Psst. Sind wir schon da? Psst, hab ich gesagt. Was? Versteck dich sofort! Oh Gott, und mach die Lampe aus! Ich bin unsichtbar, ich bin ein Schrank. Und ich bin ein Spiegel. Was ist denn hier los?
Ich kann heute wirklich nicht so gut schlafen. Das könnte vielleicht daran liegen, dass gerade jemand rumgeschrien hat? Ich bin so unfassbar müde noch. Ich glaube, ich wasche mir nochmal die Hände. Oh Mann, ich sehe heute aber ganz schön komisch aus. Ja, Spiegelbild, wenn ich nicht ausgeschlafen bin, sehe ich meistens wirklich so aus. Gute Nacht. Gute Nacht. Wow, alles klar. Oh Mann. Das war wirklich ganz schön knapp auf jeden Fall. Hey, pst. Steffi, ist alles in Ordnung? Oh, sehe ich heute komisch aus. Ah, Cedric, gut, dass du da bist. Wow, mein Spiegelbild spricht mit mir. Ach so, du bist das. Ja, klar, ich bin das, Cedric. Ich sehe immer noch kaum was. Aber ist auch egal. In Miris Zimmer ist auf jeden Fall nichts, was wir machen können. Lass uns doch mal ein bisschen umschauen. Okay, das ist eine super Idee. Na gut, aber diesmal müssen wir ein bisschen leise sein. Ja, nicht, dass das nochmal passiert. Okay. Ganz ruhig. Also, was könnte man denn hier machen? Leute, die haben eine eigene Rutsche im Haus. Das ist ja mal ganz schön cool, ehrlich gesagt. Die haben einen Computer oder sowas in die Richtung. Nee, das bringt doch alles nichts. Hier oben ist auch nichts. Oh Mann, Alter, ich weiß nicht. Irgendwie ist hier noch irgendwas. Mann, ich habe keine Ahnung. Cedric? Was ist denn los? Hast du irgendwas Interessantes gefunden? Warum schläft ihre Mutter denn bitte auf dem Balkon? Ich mag Sommerabende. Ist nicht gerade noch Frühling? Na gut, wie dem auch sei, ist auch nicht so wichtig. Okay, meinst du... Mann. Mann, ist das kalt hier draußen. Oh Gott. Hey, Moment mal, wer seid ihr denn? Wir sind nur Leute, die die Tür zumachen und wir sind eine Einbildung deiner Gedanken. Wir sind ein Traum. Leg dich einfach wieder schlafen und wir sind wieder weg, okay? Einerseits glaube ich, dass ihr Einbrecher seid, aber andererseits schadet es ja nicht, das mal auszuprobieren. Gute Nacht. Oh Mann, Alter, wir sind wirklich keine so guten Einbrecher, wenn mir das gerade so auffällt. Aber ich habe hier auf jeden Fall was gefunden, was wir nehmen könnten. So, bada boom, bada bam. Und wir haben das ganze Geld von ihr genommen. Das ist doch super. Ich glaube sogar, das ist das, was nur von Miri ist. Die wird sich aber schwarz ärgern. Oh ja, das ist eine super Idee gewesen. Na gut, dann würde ich mal sagen, gucken wir doch mal, dass wir hier irgendwie noch rauskommen. Hey, kommst du mal bitte mit? Hallo? Oh Mann, wir wollen ja nicht den ganzen Abend verbringen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ganz entspannt hier in diese Rutsche und rutschen eine Runde runter. Woo! Oh Mann, Alter. Und dann müssen wir einfach nur noch die Leiter benutzen und wieder raus. Die Leiter? Oh, ja, natürlich. Das ist eine sehr gute Idee. Leute, ich würde trotzdem sagen, liebe Freunde, das war's mit der heutigen Folge Roblox Game. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben und einen Daumen auf den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Boah, ist da rein und ciao!